Was geht, Octobros? Mein Name ist Octopaul und willkommen zum 20. Part der Pokémon Blaze Black Randomizer Nuzlocke. Und im letzten Part haben wir den Wendelberg durchquert und sind jetzt hier in dieser wunderschönen Eisstadt und machen heute die 7. Arena. Ich habe ein bisschen trainiert, da wir am Ende der letzten Folge einige Encounter gefangen haben. Ich habe nicht komplett alle drei mitgenommen, weil jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, bei Gyarados, Glurak und Dragoran. Dann, ja, hätten wir eventuell eine Eis-Elektro-Schwäche, also bei den ganzen Flying-Types, und vor allem bei Eis ist es ein bisschen kritisch. Deswegen habe ich Dragoran jetzt erstmal zurück auf die Box gelassen, aber ich habe es trainiert. Heißt, wir haben da auf jeden Fall Backup. Dennoch habe ich hier Hypno im Team gelassen und Gyarados und Glurak sind jetzt gerade mal neu und wir schauen uns die einfach mal an. Wir haben hier Glurak auf Level 59 mit Flammenwurf, Schlitzer, Drachentanz und Fliegen. Gyarados mit Drachentanz, Surfer, Crunch und Outrage. Ich weiß, die Sets sind auch nicht ganz optimal, aber sobald wir sowas wie Kaskade bekommen, wird Gyarados auf jeden Fall auch nochmal stärker. Ich hoffe zumindest, dass man hier Kaskade bekommt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Piondragi hat jetzt auch Donnerzahn. Und ich glaube, das war's. Ah ne, Hypno hat noch Psyshock bekommen. Ja, das war's auf jeden Fall. So, warte, was ich mir angucken wollte. Wie ist eigentlich dein Angriffswert? 107. Ja, okay. Dann können wir vielleicht mit Drain Punch ein bisschen was machen. Ansonsten denke ich, wird das hier viel Arbeit mit Glurak. Mir fällt gerade noch ein, ich sollte vielleicht Tränke besorgen. Wäre nicht schlecht. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele. Aber ja. Wird auf jeden Fall eine interessante Arena, denke ich. Ich kann es nicht ganz genau so einschätzen, was auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall hoffe ich, dass uns die Ice-Taps nicht zu viele Schwierigkeiten machen. Weil wir haben nicht wirklich einen Ice-Switchen. Also Dialga ist mit Glurak wahrscheinlich noch eine der besten Antworten. Weil wir wenigstens die Eisschwäche resistieren. Das ist ja bei Gyarados auch so. Die schlechteste Wahl wird wahrscheinlich Togekiss sein. Weil mit Togekiss können wir leider gar nichts machen. Und das ist... Also es ist wirklich ärgerlich. Aus dem Grund, dass wir Heatwave haben. Und Heatwave ist schon ziemlich nice. Vor allem, weil ich nicht unbedingt weiß, was der Arena-Leiter für ein Format spielt. Und wenn der irgendwie Triple Battle, Double Battle bei Reihenumkampf funktioniert, ist glaube ich nicht. Bei Triple und Double würden wir halt quasi sein ganzes Team treffen oder die Pokémon, die halt vorne sind gerade, und finde ich gut, hätte ich gut gefunden, aber möchte ich nicht riskieren, weil nachher kriegt es eine Eisattacke ab und dann ist Togekiss nicht so glücklich. Dieses Kaif-Attack ist ziemlich gut, könnte eventuell eine Speckschicht haben, aber ja, so viel dazu. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze so ablaufen wird, und ja, so viel dazu. Das habe ich gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich. Heute ist ein müder Tag, würde ich mal sagen. Man hat immer diese Tage, die etwas ruhiger sind und wo man auch so von seiner seelischen Laune etwas ruhiger oder müder ist. Und das hat vielleicht mit meinem aktuellen Schlafraum was zu tun. Da ich einfach ja gerade ein bisschen vorproduzieren muss, denn für die Leute, die das Projekt ja aktuell verfolgen. Ich bin demnächst im Urlaub. Und ich möchte schon, dass einige Videos kommen zu der Zeit, beziehungsweise habe ich ein paar Projekte geplant und es kommt sich gerade alles so ein bisschen in die Quere und deswegen muss ich vorproduzieren und dementsprechend sieht mein Schlaf und muss gerade so aus, dass ich super lange wach bin, aber dafür auch recht früh aufstehe, und das nimmt einen schon mit, und vor allem muss ich noch dabei beachten, dass ich jetzt in den letzten drei Wochen eigentlich immer recht lang geschlafen habe, so bis 12 oder 13 Uhr teilweise. Ja, ich bin eben ein Langschläfer, und das ist auch schon hier die Frage des Videos. Seid ihr Langschläfer oder Frühaufsteher? Auf jeden Fall kommt sich das also ein bisschen in die Quere. Ich muss meinen Schlafrhythmus komplett irgendwie nochmal ändern, und eigentlich ist es auch kein guter Schlafrhythmus, wenn man um 3 Uhr schlafen geht und schon wieder um 8.30 Uhr aufsteht. Ist natürlich ein bisschen was, und da gibt es extremere Fälle. Aber für mich ist es gerade echt nicht gut, und deswegen möchte ich das eigentlich auch nochmal überdenken und anpassen, weil bringt mir nicht so viel. Also das Problem ist halt, wenn man müde ist, dann denkt man sich so, oh, ich will mich jetzt aber nicht irgendwie nochmal hinlegen, weil man dann so viel verpasst, aber ich gehe halt dann, wenn ich müde bin, einfach noch deutlich schlechter durch den Tag, und
es kann halt vorkommen, dass ich überhaupt gar nichts mehr mache. Also, dass ich nur rumsitze und mir denke, ich bin so müde. Und jetzt muss ich tatsächlich gehen. Das ist, es tut mir leid. Nee, aber es bietet sich gerade alles nicht so an. Und da ich eben im normalen Fall viel länger geschlafen hätte, also jetzt gerade, wo ich hier aufnehme, ich wäre vermutlich noch nicht wach oder vielleicht gerade dabei, mir Frühstück zu machen oder sowas. Ja, das sind hier die First World Problems, ich weiß, also das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich hier gerade quasi so ein bisschen, wo ich so ein bisschen drüber jammere, dass ich nicht schlafe, so viel schlafen kann, wie ich möchte, aber das ist in Ordnung, also ich möchte halt, ich möchte es ja, also ich könnte auch sagen, okay, alles klar, ich kann so lange pennen, wie ich möchte, kriegt ihr halt keine Videos, ist mir doch egal, könnte ich sagen, mache ich aber nicht, weil ich auf jeden Fall möchte, dass da ein bisschen was kommt, trotzdem denke ich, dass sich das anbietet, da nochmal ein bisschen drüber zu schlafen, ne, dass ich einfach früher schlafen gehe, ich denke, das ist einfach die beste Lösung, weil, ja, bisher sah es halt so aus, dass ich lange wach war und dann länger geschlafen habe und es im Endeffekt auf dasselbe darauf hinauskommt, dass wenn ich früh schlafen gehe und dann früher aufstehe, also für mich hat das jetzt nicht den größten Unterschied gemacht. Es tut mir leid, also das könnte noch ein paar Mal vorkommen. Ja, ich denke, ich muss mich heute auch noch mal ein bisschen hinlegen oder so, einfach weil ich sonst komplett kaputt durch den Tag gehe. Ich hoffe, die Folge hier wird nicht zu verschlafen. Wenn ja, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber ich würde ganz gerne wollen, dass dieser Party noch kommt. Heute an diesem Tag, wo ich das aufnehme. Damit ihr den frischen Content habt, ne? Ist ganz klar. So, Labras hier besiegt. Wunderschön. Aber ja, würde mich mal interessieren, wie das hier so in der Community aussieht. Ob ihr auch eher, ja, Leute seid, die gerne schlafen. Oder ob ihr total fit seid und immer hier pünktlich um 8 Uhr aufstehen, Frühstück, irgendwas machen. Keine Ahnung. Ja, ich bin der Team Schlafen. Aber das wär mal interessant für irgendwelche Kompetitionen. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Competitions. Ich wollte es gerade eindeutschen. Ich weiß nicht, ob es ein Wettbewerbe. So. Schlaf gegen Nicht-Schlaf. Keine Ahnung, bei sowas wie dem Splatfest. Für die Splatoon-Interessierten. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was es ist, die werden sich so denken, was möchte dieser Typ von mir? Ja, Splatoon 2 ist ja letztens rausgekommen. Für die Nintendo Switch. Und ich habe das Spiel auch. Und ich habe es jetzt auch schon einmal gestreamt und generell relativ viel gespielt. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel und dafür Splatfest. Es könnte sogar sein, dass es das schon mal gab. Also Splatfest ist so eine kleine Veranstaltung, einmal im Monat, glaube ich, wo man sich zwischen zwei Teams entscheiden darf und quasi das nehmen kann, was einem besser gefällt. Jetzt aktuell ist es Ketchup gegen Mario und dann darf man sich eins davon aussuchen. Und dann kämpft man quasi in diesen Splatoon-Matches gegeneinander. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre ich dort definitiv im Team schlafen. Tapchu, Chupchu. Ist es dieser kleine Eisbär? Ich glaube ja. Ja, okay, alles klar. Habe ich mir gemerkt. Gut. Ja, so viel zu dem Thema auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier wird mit dem Arena-Leiter. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich kann es halt echt nicht einschätzen, wie der Kampf wird. Eis-Pokémon sind immer so eine gefährliche Sache, auch im Allgemeinen, weil es meiner Meinung nach ein recht starker offensiver Typ ist. Und wir haben halt überhaupt nichts, um eine Eisattacke abzufangen. Wir haben zwar mit Glurak etwas, was wirklich viel Schaden macht auf diese Eis-Pokémon, aber trotzdem, ja. Um Sachen abzufangen, ist das jetzt noch nicht optimal. Man muss sich einfach ein bisschen drumherum spielen. Ich hoffe halt, dass ich mit Glurak recht schnell unterwegs bin gegen den Leiter. Ich überlege gerade schon mal so ein bisschen, was könnte für Pokémon haben. Weavile wäre natürlich schneller. Ich überlege jetzt gerade erstmal über schnelle Eis-Pokémon. Weavile ist schnell.
Was haben wir denn noch? Kyurem, der hat bestimmt einen Kyurem. Nee, das würde er hoffentlich nicht haben. Er könnte. Oh Gott. Das wird einfach die verschlafene Folge. Ich weiß gar nicht, ist es unhöflich zu gehen? Wenn ja, dann tut's mir leid. Er könnte Marmoswein haben. Marmoswein ist jetzt nicht so schnell. Aber je nachdem, wie das Wesen eingestellt ist, ob er ein Item hat, vielleicht ein Walschal, könnte das Ganze anders aussehen. Dementsprechend muss ich da auf jeden Fall aufpassen. Aber ich denke, das wird schon irgendwie... Wir haben auch noch Peondragi mit Stormthrow. Das ist ganz nice. Beziehungsweise viele Eis-Pokémon haben ja gerne mal den Wassertypus noch mit dabei. Heißt, da hätten wir auch noch den Donnerzahn. Ja, okay, wir sehen, Stormthrow macht ziemlich guten Schaden. Silvio, du setzt Erholung ein. Darauf habe ich jetzt gar nicht so Lust. Könnte ich dich bitte besiegen? Okay, alles klar, dankeschön. Warrain, den nehme ich auch gleich mit. Mit dem Stormthrow. Alter, bitte. Es bringt euch Rest. Das macht mich nicht unbedingt wacher, wenn ich ehrlich bin. So, tschüss. Level 60 für Kneifi. Und noch ein Jinx obendrauf. Ja, das können wir auch mit einem Night Slash weghauen. Vom Level sollen wir auf jeden Fall ganz gut dabei sein. Also ich habe ja allgemein trainiert. Wir sind definitiv noch unter dem Arena-Leiter, aber ich glaube, er ist auf Level 61 mit all seinen Monsters. Ich weiß nicht genau. Dementsprechend sollte das passen. So. Und jetzt haben wir noch ein Areal, glaube ich. So. Und hier auf den roten Knopf. Ich finde das Rätsel immer cool. Es ist nicht wirklich schwer, aber ich finde es ganz gut aufgebaut. So. Von der Darstellungsweise. So. Genau, hier dürfen noch zwei Trainer oder so sein. Und das ist auch so ein Ort, den konnte ich mir sehr gut merken. Weil damals, als Schwarz und Weiß rausgekommen sind, generell, ich war bei Schwarz und Weiß unendlich gehypt. Also, ich glaube, es war so eine Phase von mir, wo ich super krass mich mit Pokémon auseinandergesetzt habe und von allem überzeugt war. Und was lustig ist, weil ich dann später in Gen 5 doch irgendwie ein bisschen davon weggekommen bin. Für eine kurze Zeit. Jedenfalls war ich so darauf gehypt, habe mir immer die ganzen Informationen angeguckt. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich hier mich mehr mit dem Internet auseinandergesetzt habe. Also habe mir irgendwelche Foren durchgelesen oder irgendwelche Beiträge zu Pokémon, um mich zu informieren, wie werden denn die neuen Spiele sein. Also Pokémon Schwarz und Weiß zu dem Zeitpunkt, ne? Und dann kam es halt endlich raus. Und das Problem war, damals waren die Zeitabstände der Releases noch ein bisschen größer. Also Schwarz-Weiß war, glaube ich, irgendwie fast ein Jahr. Das kam irgendwie 2010 im September raus in Japan und im Juni oder Mai, glaube ich, in Deutschland oder in Europa. Also da wäre man, das ist schon ein riesiger Unterschied. Und da war ich halt so am Verzweifeln und habe gedacht, oh, ich will diese Spiele haben, ich lese mir hier schon so viele coole Sachen durch. Und die spielen das alle schon seit längerer Zeit. Also, wenn man sich das mal auf heutiger Zeit quasi vorstellen würde, wenn die Japaner jetzt schon, ja, keine Ahnung, vor ein paar Monaten mit Ultrasonne und Ultramond angefangen hätten, das wäre für uns jetzt gerade ja absolut unvorstellbar. Inferno. Nee, möchte ich nicht haben. Geh weg. Weil Inferno, das geht daneben. Das wäre absolut krass und generell, also damals wurden ja eigentlich schon solche Wettbewerbe gemacht, also solche Pokémon VGC-Events oder was auch immer. Und ich finde, es gibt halt so einen richtig krassen Vorteil, wenn du ein Spiel einfach einige Monate eher hast. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, oh, ich will dieses Spiel haben, wollte mir das noch importieren lassen. Natürlich haben dann auch so ein paar Faktoren mitgespielt, dass ich das nicht konnte. Dementsprechend, ja, ist da alles in Ordnung gewesen und der Blizzard ist gerade daneben gegangen. Das ist nice. So, tschüss, Daddy Bird. Ja, wie gesagt, da kamen halt noch ein paar Faktoren mit, die da einfach eine Rolle gespielt haben. Und da konnte ich es mir nicht importieren. Wie traurig, aber nein. Dann kam auf jeden Fall der Tag. Pokémon Schwarz und Weiß. Endlich konnte ich spielen. Und ich fand die Spiele damals gut. Ich finde sie auch immer noch gut. Viele haben da ja eher eine negative Meinung gegenüber der 5. Gen. Aber ich finde sie ganz cool. Und will ich jetzt gleich nicht vergessen. Hier, ich glaube auch fast in der Nähe, wo ich jetzt gerade bin, gibt es einen kleinen Glitch. Nichts Weltbewegendes. Aber es gibt einen Glitch.
Ich weiß gerade gar nicht, was er eingesetzt hat. Und wir haben keine Flammenwürfe mehr. Ich wechsle nochmal raus, oder? Komm, zwei Slash-Attacken sollen ihr killen. Nein. Das ist nicht... Bitte. Bitte was? Oh Gott, das Rollout. Okay, alles klar, ich gehe da mal raus. Wahrscheinlich hat er das auch im ersten Turn eingesetzt und ich habe es nicht gesehen. Brauchen wir den Slash nicht? Sehr effektiv. Bist du hier vielleicht ein Steel-Type? Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich das irgendwo daran testen? An Earthpower könnte ich das testen. Du hast Levitate. An Earthpower könnte ich das testen. Na gut, dann gehen wir für Auras hier. Die wird ja so oder so sehr effektiv sein, weil es bestimmt immer noch ein Eis-Pokémon ist. Aber gut zu wissen. Falls der Leiter auch ein Phenotor hat. Ja, zumindest gab es hier so einen kleinen Glitch. Und das ist... Warte. Hier. Ja, perfekt. dieser Stein ist quasi nur ja, optisch da, aber so virtuell gesehen ist er nicht da. Fand ich damals als Kind großartig. Ich habe gedacht, oh, ich bin bestimmt der Einzige und der Erste, der das gesehen hat. Und habe mich dann im Internet informiert und dann ja, im Endeffekt. Natürlich stellte sich heraus, dass ich nicht der Einzige war. Absolut crazy. Damals habe ich gedacht, ich wäre der Coolste und hätte das herausgefunden. Aber es ist sowieso nichts Großes. Aber ganz lustig, dass man sich solche Informationen quasi im Kopf behält. Also so kleine Dinge im Leben. Aber das finde ich, ist allgemein so. Also man behält sich so ein paar Sachen, die auf der ersten Hand jetzt nicht so wichtig erscheinen. Aber irgendwie behält man sich das und das habe ich bei mehreren kleinen Dingen so. Finde ich ganz lustig, so muss ich lang. Ich hab's vergessen. Ach, ich bin so doof. So, Mann, so und dann hier. So. Da kickt die Müdigkeit wieder ein. Und jetzt einfach nur Richtung Arena-Leiter. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was er benutzt. Für ein Format und Pokémon sowieso nicht. Aber wenn es ein Dreifachkampf ist, sollte es darauf eingestellt sein. Und die drei, die gerade vorne sind, sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde mit Dialga noch überlegen, aber ich möchte nicht, dass Dialga da zu sehr weggekockt wird von den Gegnern, wenn man es mal ganz ehrlich sagt. Ja, mit den beiden ist es, denke ich, machbar. Welche Items haben wir nochmal? Du hattest Scope Lens. Du hattest den Rocky Helmet. Habe ich sonst noch irgendwas Cooles? Ich glaube nicht. Irgendwelche Gems. Soft Sand habe ich gerade gesehen. Aber der bringt uns jetzt auch nicht unbedingt so weit. Nevermating Ice bringt vielleicht dem Gegner was, aber nicht uns. Und der Icy Rock genauso. Nee, ich denke, wir haben hier nichts mehr, was uns groß weiterhilft. Also, nee, Terms können wir auch keine beibringen. Wir haben sogar eine Yachi Berry. Ich könnte dir sogar mal Togekiss geben, falls es irgendwie ins Match kommt. Könnte die vielleicht nützlich werden. So, da ist er. Sandro ist er, glaube ich. Dann schauen wir mal, was er hat. Oh, siebter Arena-Leiterkampf. Also wir nähern uns ja auch langsam, aber sicher dem Ende. Und das wird sicherlich interessant. Also vom Level her, wie gesagt, sollte alles in Ordnung sein. Hoffentlich, hoffentlich. Und es ist ein Doppelkampf, okay? Haben wir jetzt, glaube ich, auch länger nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber okay. Bombersnow und Glaciola. Wir gehen erstmal direkt für einen Flammenwurf auf das Ding und für einen Dragon Dance mit Gyarados. Und er setzt Ice Shard ein, okay. Auf Glurak. Na gut, ist, denke ich mal, nicht schlecht. Hier erstmal Chip Damage aufbekommen und er setzt Baton Pass ein mit Glaciola. Okay, das ist interessant. Und geht in Birtic. Was kann Birtic? Uff. Uff, 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 uff. Gute Frage. Aber Bombersnow kann ich auf jeden Fall rausnehmen. Das ist nice. Okay, das war zu warm mit dem Flammenwurf. Und wir kriegen den Drachentanz raus. Jetzt ist die Frage. Level 63 sogar. Ich glaube, es ist sogar sein Ace. Birtic. Frostlass. Okay, Frostlass kann, glaube ich, nicht so viel.
Ich gehe einfach für einen Flammenwurf auf Burtic. Und obendrauf noch ein Outrage. Ah, fuck, Outrage trifft. Okay, okay. Da muss ich für Crunch gehen und hoffen, dass das beides ausreicht. So, Crunch kommt. Warum ist das nicht sehr effektiv? Was bist du denn für ein Pokémon? White Herb. Thundershock? Bitte was? Thunderbolt meine ich. Geh weg, geh weg, geh weg! Alter, fick mich doch in der Hagel. Oh nee! Ja, und Rockslide. Ist gerade das auch tot. Nein, okay, es lebt noch. Ganz knapp. Was ist Burtic denn für ein Type? What the fuck? Was hat Burtic für ein Type? Ich hab ja so ein Dokument. Das interessiert mich jetzt gerade. Ja, könnte jetzt vielleicht noch langweilig werden, aber es ist eh fast down, aber es interessiert mich gerade. Gluak wäre solo so gestorben. Mir sei noch nichts gegönnt mit einem Gluak. Aber was. Was ist das für ein Typ? Pokémon Changes. Jetzt muss ich gerade sowieso mal überlegen. Ich glaube, ein Hageldings überlebe ich nicht mehr. Burtic. Warum ändern hier die ganzen Eistypen? Geh doch mal weg. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Ice Fighting. Jawoll. Ice Fighting, ey. Ja, geil. Ja, hätte ich nicht wissen können. Ich gehe einfach mal für einen Night Slash auf Frostless und heile mich hier hoch. Mit Gyarados. Ich denke, das ist die beste Wahl. Ach, fuck, er hat Donnerblitz. Oh. Nee, ich hätte das anders machen müssen. Ich hätte das komplett anders machen. Das war's, glaube ich, mit Gyarados. Jawohl. Bingo. Direkt die zwei neuen Pokémon verloren. Super. Super. Ey, das kannst du mir nicht erzählen, ey. Jeder Part stirbt hier irgendwas. Ja, geil. Mich kaputt. Warum ist das denn Fighting? Ja, okay, wir können es versuchen, Present dann. Obwohl, das ist auch ein Ghost-Type da. Nee. Ey, der macht mich gerade so kaputt. Blizzard, okay. Wie gut stecken wir einen Blizzard weg? Jawohl. Was zur Hölle? Alter. Kannst mir nicht erzählen. Frostless ist besiegt. Warum macht das so viel? Ich meine, klar, Blizzard. Super starker Attack. Ja, okay. Tschüss, Pio und Draghi. Geil. Richtig geil. Alles hier wieder zu verlieren. Super. Ja. Dialga dürfte wenigstens schneller sein als Burtic. Und hier kommt Glacier. Wie viele Pokémon hat er überhaupt noch? Der hat er noch einige. 4 Stück, jawoll. Ich gebe die Aura Sphere. Im Present ist er auch langsam wie ein Stück Scheiße. Das Ding wird wahrscheinlich wieder einfach auf Blizzard gehen. Blizzard und Prison ist tot. Ich muss angreifen. Jawoll. Jawoll. Ey. Reicht auch das für überhaupt? Nee. Ja.
geil. Großartig. Großartig. Ja, Yachi Berry. Es geht trotzdem was, Chris, ey. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Absolut. Kannst du mir nicht erzählen. So, bevor das hier in Salz und Verzweiflung ausartet, melde ich mich nochmal so. Ja, das war's mit dem Projekt. Super ärgerlich. Für mich einfach auch super überraschend und sehr plötzlich. Die Arena war tough, das muss man so sagen. Aber ich dachte halt, ich wäre ganz gut vorbereitet und ich konnte nicht wirklich damit rechnen, dass das hier im Spiel so geändert ist, dass Vertic ein Ice-Fighting-Type hat. Und ich denke, das hat schon ein bisschen was ausgemacht. Jedenfalls habe ich noch so ein bisschen nachgedacht, was hätte ich vielleicht besser machen können. Es gäbe bestimmt die eine oder andere Situation, wo ich intelligenter hätte spielen können und sollen. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob mir das auch irgendwie geholfen hätte. Ja. Mehr kann man nicht dazu sagen. Ich finde es super schade. Ich fand das Projekt ziemlich gut. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht hier. Ich denke auf jeden Fall, dass ich Blaze Black oder World Wide irgendwann nochmal spielen werde. Natürlich jetzt nicht in näherer Zukunft. Aber dennoch fand ich das Spiel auf jeden Fall schon recht gut. Also wie der Schwierigkeitsgrad gestaltet ist. Hat man mir vielleicht nicht angemerkt, klar. Trotzdem ist das Spiel immer noch recht gut gestaltet. Oder was heißt recht gut? Mir gefällt es wirklich gut. Aber so schnell kann es enden. Das, was, glaube ich, wirklich traurig ist, dass wir eigentlich sehr kurz vorm Ende waren. Also hätte ich weiter so durchgezogen, wären wir wahrscheinlich in den nächsten 4 bis 5 Parts in der Liga gewesen. Ist ärgerlich, aber da kann man nichts machen. Ich hoffe dennoch, euch hat das Projekt gefallen. Ihr dürft mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also wie ihr das Ganze fandet, ob ihr vielleicht sogar jetzt gerade hier in diesem Part Lücken erkannt habt. Und da dürft ihr gerne mal rummeckern und sagen, hey Paul, das hättest du besser machen können. Dann schaue ich mir das nochmal genau an und bereue vielleicht manche Entscheidungen. Aber das ist in Ordnung. Jedenfalls möchte ich mich auch sehr für den ganzen Support bedanken bei den Folgen und hoffe, ihr werdet dann mit dem Nachfolgerprojekt genauso viel Spaß haben. Das steht ja jetzt auch bald an, also für die Leute, die das Ganze hier aktuell verfolgen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag und ciao!